Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 8, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten für ein hessisches Grundsteuergesetz mit der Drucksache 205538. Und als erstes hat sich das Geburtstagskind, die Abgeordnete Frau Schardt-Sauer, zu Wort gemeldet. Oh, gut. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, am 10. April, dieser April 2018, hat das Bundesverfassungsgericht das bisherige auf die Einheitswerte abstellende Grundsteuererhebungsverfahren für unvereinbar mit Artikel 3 Grundgesetz erklärt. Das Gericht gab dem Gesetzgeber eine Frist zur Reform bis zum 31.12.2019 und gestattete längstens bis 2024 das alte Recht anzuwenden. Bundestag und Bundesrat haben im November 2019 dann das Grundsteuerreformgesetz verabschiedet. Darin enthalten ist auch eine Länderöffnungsklausel. Für uns Freie Demokraten war diese Länderöffnungsklausel ein zentraler Punkt, den wir, wie auch die Hessische Landesregierung, sich seinerzeit in den Verhandlungen eingesetzt hatten. Denn die Länderöffnungsklausel ermöglicht es den Bundesländern, eine vom Bundesmodell, dem Scholz-Modell, abweichende Regelung zu treffen. Lange sah es so aus, als würde Hessen wie Bayern ein Flächenmodell wählen. So liest man noch in der FAZ vom 22.12.2019, ich zitiere, Hessen strebt ein möglichst einfaches Modell an. Es muss die verfassungsrechtlichen Vorgaben erfüllen, sollte aber andererseits eine Explosion der Steuerbelastung für Eigentümer und Vermieter vermeiden. Finanzminister Boddenberg hat dann aber vor fast genau einem Jahr hier im Mai 2020, also hier im Hause, die Grundzüge für das schwarz-grüne sogenannte Flächenfaktorverfahren vorgestellt. Ein Gesetzentwurf dazu fehlt aber bis heute. Doch die Zeit drängt. Denn unstrittig für die Zeit ab 2025 brauchen die Grundstückseigentümer, brauchen hessische Kommunen eine verlässliche Grundlage zur Erhebung der Grundsteuer. Im Jahr 2020 haben die hessischen Kommunen ca. 1,2 Milliarden € an Grundsteuer eingenommen. Die Grundsteuer ist also ein ganz wichtiger Teil der kommunalen Einnahmen. Wir Freien Demokraten legen hier heute einen Gesetzentwurf vor, der das reine Flächenmodell zur Grundlage hat. Dieser Gesetzentwurf, werte Kollegen, bietet die Möglichkeit, die Grundsteuer ab 2025 verfassungsrechtlich sicher, einfach und bürokratisch sowie transparent zu erheben. Die vom Bundesrecht abweichenden Regelungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Erhebung und Berechnung der Grundsteuer B. Der Gesetzentwurf orientiert sich an der Fläche des Bodens und des Gebäudes. Er privilegiert Wohnbebauung und nimmt Rücksicht auf Übergröße Fläche. Konkret bedeutet dies, die Höhe der Steuer richtet sich nur nach der jeweiligen Grundstücksfläche, 4 Cent pro Quadratmeter, und der Gebäudefläche, 50 Cent pro Quadratmeter, der Nutzung, Wohnfläche, Gewerbe, Grund und Boden sowie dem von der jeweiligen Kommune festgesetzten Hebesatz. Hierzu, zu diesem Modell, hat der Verband der Familienunternehmer ausgeführt. Die Grundsteuer stellt als Objektsteuer definitionsgemäß nicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder Ertragskraft des Steuerpflichtigen ab. Ein wertabhängiges Modell widerspricht diesem Kerngedanken, denn durch erwartbar auch in Zukunft steigende Grundstückspreise würde im Zug der notwendigen turnusgemäßen Neubewertung eine automatische regelmäßige Steuererhöhung erfolgen. In der Konsequenz modelliert jedes wertabhängiges Grundsteuerkonzept, wie das Modell des Bundes, die Grundsteuer von der Objekt-
zur Substanzsteuer um und führt damit zu einer verkappten Vermögenssteuer. Zitat Ende. Beim Flächenmodell bedarf es für das Grundstück keiner ständigen Anpassung der Berechnung der Grundsteuer. Fläche ist Fläche. Eine solche Überprüfung und Anpassung wäre sowohl beim Bundesmodell, Scholz-Modell, aber auch bei dem Flächenfaktor Verfahren vorzunehmen. Und die Erhebung nach dem Flächenmodell schafft Klarheit, schafft Verlässlichkeit für die Kommunen, die Eigentümer und somit auch die Mieter. Die Umsetzung bedarf weit weniger Stellen als das beim Scholz-Modell oder Flächenfaktorverfahren. Wir schlagen weiter in dem Entwurf vor, finden Sie im Text, die Serviceorientierung der hessischen Finanzverwaltung zu erweitern. Die OFD soll dem Steuerpflichtigen eine vorausgefüllte Grundsteuererklärung übermitteln. Frau Abgeordnete, Kollegen, der Geburtstagsbonus ist auch schon aufgebraucht. Ich wollte gerade die Zielkurve eintragen. Werte Kollegen, machen wir die Grundsteuer in Hessen rechtssicher. Unser Vorschlag liegt auf dem Tisch. Ich freue mich auf die Ausschussberatung, einen guten fachlichen Austausch, eine umfangreiche Anhörung und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und den Geburtstagsbonus. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Schatzauer. Als nächstes hat die Abg. Dahlke von der Fraktion Bündnis 90 die Grünen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Marion Schatzauer, noch einmal auch von mir alles Gute zum Geburtstag. Die Neuordnung der Grundsteuer beschäftigt uns nun schon einige Zeit, denn vor ziemlich genau 3 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht sein Urteil gefällt, dass die Berechnung neu geregelt werden muss. In Hessen war für uns von Beginn an klar, wir wollen ein gerechtes Modell. Wir wollen ein verfassungskonformes Modell. Das mag jetzt selbstverständlich sein, aber das aktuelle Modell erfüllt diesen Anspruch ja schon mal leider nicht. Und wir wollen ein Modell, das für die EigentümerInnen genauso wie für die Finanzverwaltung verständlich und einigermaßen gut umsetzbar ist. Auf Bundesebene wurde 2019 bereits ein Modell beschlossen, das diese Kriterien, wenn überhaupt, nur teilweise erfüllt. Denn das Bundesmodell ist schwer zu administrieren und dem Steuergegenstand in seiner Komplexität unserer Meinung nach nicht angemessen. In Hessen war für uns also relativ schnell klar, dass wir eine Länderöffnungsklausel nutzen wollen und uns auch eine eigene Umsetzung des Gesetzes zutrauen, technisch. Das ist nämlich jetzt auch nicht in allen Bundesländern so. Aber sogar wenn wir in Hessen kein eigenes Gesetz beschließen würden, dann würde ja die hessische Finanzverwaltung eben die Berechnungsmethode des Bundes anwenden und für das von der FDP jetzt hier und heute auch wieder angepriesene Ziel, mit ihrer Initiative die Grundsteuereinnahmen unserer Kommunen in Hessen zu sichern, braucht es deswegen ihren Entwurf eigentlich schon mal nicht. Und auch war uns sehr schnell klar, deswegen hat mich das eben gewundert, das reine Flächenmodell, zu dem sich bisher eigentlich nur Bayern bekannt hat, das wollen wir nicht. Weil das Modell ist zwar maximal einfach, ja, also die Steuer bemisst sich an der Grundstücks- und Wohnfläche, aber es lässt alle sonstigen Überlegungen völlig außen vor und ist deswegen nicht gerecht. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, cool, die FDP war fleißig, hat sich Gedanken gemacht, wie ein liberales Grundsteuermodell aussehen könnte. Aber siehe da, sie haben den Gesetzentwurf aus Bayern einfach nur abgeschrieben und wortgleich. Ja, und sie haben auch den einzigen Paragraphen gestrichen, der eine differenziertere Betrachtung nach Lage möglich gemacht hätte. Also das jetzt als ihren eigenen transparenten und unbürokratischen Entwurf zu feiern, finde ich echt seit etwas gewagt. Und das schwarz-grüne Modell hat der Finanzminister dem Haushaltsausschuss und der Öffentlichkeit bereits im Mai 2020 vorgestellt. Wir wollen neben der Fläche die Lage innerhalb der Kommune einbeziehen, weil die Lage eine Rolle dabei spielt, wie gut die Menschen von der kommunalen Infrastruktur profitieren können.
Und das Tolle an dem hessischen Modell ist, es ist gerecht und zusätzlich total verständlich und einfach zu handhaben. In der Steuererklärung müssen nämlich nur 3 Angaben gemacht werden, übrigens genau die, die auch in Ihrem Modell gemacht werden müssen, weil alles andere ist schon im System. Und für die Details sind 5 Minuten zu kurz, aber es geht ja jetzt auch um Ihr Modell. Unseres werden wir dann erklären, wenn wir unseren Entwurf einbringen. Und Frau Schardt-Sauer und auch Herr Rock, in Ihrer Pressemitteilung zum Gesetzesentwurf steht, Ihr Entwurf sei zeitgemäß. Und bei einer zeitgemäßen Besteuerung von Grund und Boden, da denke ich daran, dass wir versuchen, dringend benötigten Wohnungsbau zu unterstützen. Und deswegen haben wir Grüne uns auf Bundesebene dafür eingesetzt, dass alle Kommunen einen höheren Hebesatz festlegen können für Grundstücke, die baureif, aber unbebaut sind. Und je länger unbebaut, desto höher die Steuer. Denn das macht Spekulationen auf steigende Bodenpreise uninteressant und kann deswegen Nachverdichtung auf brachliegenden Flächen besonders in den Innenstädten beschleunigen. Das ist die Grundsteuer C, und sie ist für uns Grüne eine Herzensangelegenheit. Und im Gesetzesentwurf aus Bayern, wie gesagt, den Sie abgeschrieben haben, lese ich nichts von einer Grundsteuer C. Im Gegenteil, unbebaute Flächen werden mit 4 Cent und bebaute mit 50 Cent besteuert, also werden brachliegende Flächen ohne Grundsteuer C massiv begünstigt. Und wo das zeitgemäß sein soll, das müssen Sie, glaube ich, auch noch mal ein bisschen besser erklären. Und deswegen sage ich in der Gesamtbetrachtung immer mit der Ruhe. In Hessen sind wir wunderbar im Zeitplan. Wir haben ein gerechtes Modell, ein verständliches Modell in der Schublade. Das Gesetz werden wir rechtzeitig hier einbringen, sodass wir ab 2025 die Grundsteuer verfassungskonform gerecht und verständlich berechnen werden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Dahlke. Für die CDU-Fraktion hat sich die Abg. Arnold zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Das ist vom Timing jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil ich werde jetzt in genau dieselbe Kerbe einschlagen wie meine Vorrednerin. Aber als allererstes herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Kollegin Schardt-Sauer. Ich versuche Ihnen ein Geburtstagsgeschenk in der Form zu machen, dass ich mich deutlich kürzer fasse und Sie vielleicht heute Abend noch ein bisschen Geburtstag feiern können. Über die Ausgangslage brauchen wir an dieser Stelle, denke ich, nicht mehr zu debattieren. Wir Hessen wollen eine möglichst einfache und wollen eine möglichst gerechte, für Bürger und Wirtschaft nachvollziehbare und auch für die Verwaltung handhabbare Grundsteuer. Und so war es für uns in Hessen nach der Verabschiedung des Bundesmodells auch schnell klar, dass wir von der Länderöffnungsklausel Gebrauch machen werden, denn das Modell von Olaf Scholz entspricht schlichtweg nicht unseren Gütekriterien. Und angesichts der Herausforderungen, dass rund 36 Millionen Grundstücke in der Bundesrepublik hinsichtlich ihres Wertes neu bewertet werden müssten, halten wir die Vorlage aus dem Bundesfinanzministerium für zu komplex und auch zu bürokratisch. Das von der FDP hier vorgestellte Modell dagegen ist an Einfachheit eigentlich nicht mehr zu unterbieten und sehr transparent und auch leicht umsetzbar, sowohl für die Bürgerinnen wie auch für die Verwaltung. Aber ein solches Modell, Kollegin Dahlke hat es auch schon angesprochen, wird als wertunabhängiges Modell bezeichnet. Und diese Bezeichnung zeigt bereits, welche Schwierigkeiten dennoch damit verbunden sind. Die Bemessung der Grundstückswerte allein anhand der Fläche führt dazu, dass man Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit gleich großen Grundstücken steuerlich gleich behandelt, obwohl die Werte ihrer Grundstücke sich doch stark unterscheiden können. Und in der Balance der Komplexität führt die Einfachheit des Flächenmodells somit zwar zu einem schnellen Ergebnis, allerdings zulasten der Gerechtigkeit. Der Weg unseres hessischen Finanzministeriums, dessen Eckpunkte vor etwa einem Jahr von Staatsminister Boddenberg vorgestellt wurden, setzt ebenfalls an der Grundstücksfläche an, ergänzt selbige jedoch mit einem entscheidenden Faktor. Unter Einbeziehung des Bodenrichtwerts wird es möglich, die Einfachheit und auch die Transparenz der Grundsteuerberechnung zu gewährleisten und dennoch zugleich die unterschiedlichen Lagen und somit auch die unterschiedlichen Werte der Grundstücke in die Berechnung einfließen zu lassen.
Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen auch hier lediglich, Frau Dahlke hat es auch schon angesprochen, ihre Grundstücks- und Gebäudeflächen angeben. Und die Finanzverwaltung kombiniert diese mit den bereits vorliegenden Durchschnittsbodenwerten der Gemeinden in einem Fläche-Faktor-Verfahren. Eigentümer von Grundstücken in hochwertigeren Lagen in einer Gemeinde bezahlen demnach eine höhere Grundsteuer, während die Eigentümer den unterdurchschnittlich bewerteten Lagen für ihre Grundstücke weniger Steuer bezahlen müssen. Und vor dem Grundgedanken der Grundsteuer, dass die Eigentümer der Grundstücke von der kommunalen Infrastruktur ja auch profitieren und so an deren Finanzierung beteiligt werden, stellt aus unserer Sicht die Berücksichtigung der Lage als Ergänzung zur Grundstücksgröße ebenfalls eine angemessene Präzisierung dieser Umstände dar. Der minimalen Erhöhung der Komplexität steht somit ein ganz großer Zugewinn in der Gerechtigkeit der Steuerberechnung gegenüber, wodurch sich im Ergebnis aus unserer Sicht eine gute Balance einstellt, und zwischen einfach und gerecht. Und ich bin mir sicher, dass wir mit diesem Ansatz auf einem guten Weg sind, im Sinne aller Beteiligten, von der Finanzverwaltung über die Kommunen bis hin zu den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Und dies, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, das sind unsere Standpunkte zur Problematik als Einstieg. Wir sind in der ersten Lesung und zur groben Abschätzung der weiteren Debatten. Ich bin überzeugt, dass wir hier sicherlich konstruktiv diese führen werden im Haushaltsausschuss. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Arnold. Für die Fraktion der Linken hat sich der Abgeordnete Schalauske zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst, liebe Marion Schott-Sauer, auch von mir alles Gute zum Geburtstag. Wir diskutieren heute den Gesetzentwurf der FDP für ein hessisches Grundsteuergesetz. Und ich will mal sagen, weil sich ja auch die Vertreter der schwarz-grünen Koalition sehr ausführlich hier zu ihrem Modell ausgeführt haben, ich teile die Intention des FDP-Gesetzes ausdrücklich nicht. Die FDP will ein reines Flächenmodell, eine wahrlich ungerechte und unsoziale Lösung. Ihnen ist aber mit der Vorlage eines Gesetzentwurfs, wo auch immer der herkommen mag, etwas gelungen, was die Landesregierung trotz zahlreicher Ankündigungen eben bisher nicht zu Wege gebracht hat. Das muss man doch zumindest einmal wahrnehmen. Worum geht es jetzt bei der Grundsteuerreform? Nach Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018, welches die Berechnungsgrundlagen der Grundsteuer aufgrund völlig veralteter Daten für verfassungswidrig erklärt hatte, hat der Bundestag eine Grundsteuerreform beschlossen. Und ich kann für unsere Fraktion hier noch einmal klar sagen, wir halten das Übereinkommen, den Deal zur Grundsteuer im Bundestag, den es ja gegeben hat zwischen der GroKo, zwischen SPD und CDU und Grünen und FDP andererseits, für eine verpasste Chance und auch für einen Holzweg. Eine verpasste Chance, weil nicht verhindert wurde, dass die Grundsteuer weiter auf die Mieter umgelegt werden kann, und für einen Holzweg, weil eine wirklich wertorientierte Besteuerung immer weiter abgeschwächt wurde und weil dann noch mit Öffnungsklauseln jedes Bundesland ein eigenes Modell entwickeln kann und damit dem Wettbewerbsföderalismus Tür und Tor geöffnet worden ist. Aus unserer Sicht hätte eine gerechte Grundsteuerreform im Bund die Mieter schützen müssen, indem man mit der Reform auch dafür sorgt, dass die Umlagefähigkeit gestrichen wird, und indem man mit einer kräftigen Wertorientierung einen Beitrag gegen die wachsende soziale Spaltung geleistet hätte, weil es eben einen Unterschied macht, ob auf einem Grundstück eine Villa oder eine Hütte steht. Damit wurde auch eine Chance verpasst. Einige freuen sich darüber, nämlich die Chance, eine Grundlage für eine grundgesetzkonforme Wiedererhebung der Vermögensteuer zu schaffen. Genau das wollte die CDU und auch die FDP verhindern. Aber ich sage es an dieser Stelle noch einmal: Ohne eine gerechte Besteuerung der Vermögen wird die soziale Schere in unserem Land weiter auseinanderklaffen. Eine große Gefahr für die Demokratie. Und hier ist bei der Grundsteuerreform auch eine Chance verpasst worden. Vielleicht sollten wir auch noch einmal über den Charakter der Grundsteuer reden. Ich glaube, er ist noch nicht erwähnt worden. Denn die Grundsteuer gehört ja und ist die Basis von auskömmlichen Kommunalfinanzen. Sie ist nicht krisenanfällig, das heißt, sie ist wichtig für die Kommunen, und sie ist unverzichtbar, weil viele wichtige öffentliche Infrastrukturen und Leistungen, Schulen, Kitas, Radwege, Straßen, vieles mehr, wird aus dem Aufkommen der Grundsteuer bezahlt. Und deswegen müssen diese Steuereinnahmen auch sichergestellt werden. Und unabhängig, was man von den Regelungen im Bund hält, ist auch hier der Hessische Landtag gefordert.
Aber, und da kommt die Kritik an dem Gesetzentwurf, ein Flächenmodell ist ein falscher Weg. Hinter uns liegt ein Jahrzehnt explodierender Immobilienpreise. Und da sagen wir als Linke, diejenigen, die davon profitiert haben, das sind Eigentümerinnen in gesuchten Lagen, die können und sollen mehr beitragen zur Finanzierung des Gemeinwesens. Das ist gerecht und notwendig, und deswegen brauchen wir bei der Umsetzung der Grundsteuer kein Flächenmodell, welches die Verkehrswerte außer Acht lässt. Ich habe gesagt, Leidtragende der bisherigen Reform sind die Mieter. Die Länder Berlin und Thüringen haben eine entsprechende Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht, um die Umlagefähigkeit der Grundsteuer aus der Betriebskostenordnung zu streichen. Hessen hat sich dem bisher leider nicht angeschlossen. Es ist im Bundesrat noch nicht endgültig abgeschlossen. Und deswegen fordern wir CDU und Grüne hier auch noch einmal dazu auf. Schließen Sie sich dieser Initiative aus Thüringen und aus Berlin an. Wir jedenfalls werden weiter dafür kämpfen, dass die Umlagefähigkeit der Grundsteuer aus der Betriebskostenordnung gestrichen wird, um Mieterinnen und Mieter zu entlasten. Das ist mit Blick auf Mietenwahnsinn und Immobilienspekulation dringend geboten. Ich will aber noch eines anmerken. Der FDP-Gesetzentwurf scheint ja im Unterschied zum Bundesmodell weder Ermäßigungen für den geförderten Wohnungsbau noch für den gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften noch die Möglichkeit einer Besteuerung unbebauter Grundstücke, die sogenannte Grundsteuer C, zu enthalten. Dabei ist gerade dieser ein wichtiges Instrument, um Mietenwahnsinn und Immobilienspekulation zu beenden. Und da sollte sich die FDP vielleicht ja noch einmal erklären, wie Sie als selbsternannte Partei der Leistungsgerechtigkeit eigentlich zu dieser Art von leistungslosem Einkommen steht. Für uns jedenfalls steht fest, eine Grundsteuer C, die ist unerlässlich, und zwar auch in einer Höhe, die eine Lenkungswirkung entfaltet. Und deswegen wollen wir, dass es diese Grundsteuer C auch in Hessen gibt. Wenn die ich dachte komme schon, Sie kommen ohne letzten Satz aus. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Zur schwarz-grünen Modell brauche ich ja gar nicht sagen, das liegt nicht vor. Das Modell der FDP ist ungerecht und es ist unsozial. Kein Wunder, dass die VHU schon in zahlreichen Pressemitteilungen begeistert Beifall klatscht. Wir stehen dem sehr, sehr kritisch bis ablehnend gegenüber und freuen uns trotzdem wie immer auf angeregte Diskussionen. Vielen Dank, Herr Abg. Schalauske. Für die SPD-Fraktion hat sich die Abg. Geist zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, die Reformbedürftigkeit der Grundsteuer, insbesondere der damit zusammenhängenden Einheitsbewertung, ist seit Jahren unbestritten. Und schlussfolgernd muss der Landtag ein hessisches Grundsteuermodell verabschieden, das entweder dem Bundesmodell folgt oder ein eigenes Modell beinhaltet. Viele Bürgerinnen und Bürger zahlen zu viel Grundsteuer, andere zu wenig, weil die Immobilienwerte, auf denen die Abgabe beruht, völlig veraltet sind. Es wird dementsprechend endlich Zeit, dass sich an dem Zustand etwas ändert. Und immerhin haben es die Freien Demokraten überhaupt geschafft, einen Gesetzentwurf vorzulegen im Laufe dieser Zeit, auf den wir bereits seit etlichen Monaten von der Landesregierung warten. Allerdings, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Freidemokraten, habe ich Zweifel, dass das vorgelegte Flächenmodell tatsächlich zu einer gerechten Festsetzung der Grundsteuer führt. Seit zwei Jahren steht das Thema Grundsteuer ununterbrochen unter dem Synonym hessischer Sonderweg auf der Tagesordnung des Haushaltspolitischen Ausschusses, im Übrigen ohne jeden Hinweis auf einen in einer Schublade schlummernden Entwurf. Einen Gesetzentwurf haben wir jedoch bis heute nicht erhalten, jedenfalls nicht von der Landesregierung. Ich frage die Landesregierung deshalb, warum lassen Sie sich so lange Zeit? Legen Sie uns bitte endlich einen Gesetzentwurf auf den Tisch, damit wir Klarheit für die Kommunen sowie deren Bürgerinnen und Bürger schaffen können. Bei diesem Gesetzentwurf muss dringend darauf geachtet werden, dass dieser nicht ebenfalls gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstößt und von dem Bundesverfassungsgericht im Nachgang wie schon einmal als verfassungswidrig erklärt wird. Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, würden den Kommunen die Grundsteuer mangels ordentlicher Regelung zeitweise wegfallen.
Und in dem Zusammenhang möchte auch ich daran erinnern, dass die Grundsteuer die wichtigste Einnahmequelle der Städte und Kommunen darstellt. Sie ist ein wesentlicher Konjunkturmotor unserer Kommunen. Die Grundsteuer ist eine wichtige Säule zur Finanzierung der Infrastruktur in den Kommunen, wie etwa die Sanierung von Schulen und den dringend nötigen Ausbau von Kitaplätzen. Diejenigen Abgeordneten unter uns, die in ihrer Kommune jährlich in den Haushaltsberatungen teilnehmen, und ich glaube, das sind eine ganze Menge, wissen um diesen Umstand. Nicht ohne Grund wird sehr oft jede Leistung und auch jede politische Projekte der Kommunen in den Haushaltsberatungen in Grundsteuerpunkte umgerechnet. Und nicht ohne Grund legen die Kommunen regional doch sehr unterschiedliche Hebesätze fest. Ich mache das mal in meinem Wahlkreis fest. Kelsterbach 460 Punkte, Raunheim 433 Punkte, Rüsselsheim 800 Punkte und noch nicht am Ende der Verhandlungen, Bischofsheim 800 Punkte Grundsteuer in den letzten zwei Jahren um 250 Punkte erhöht, Ginsheim-Gustavsburg 790 Punkte und die Gemeinde Nauheim hat jahrelang die rote Laterne, was die Höhe der Grundsteuerpunkte angeht, in der Hand gehabt mit 960 Punkten. Inzwischen wurde sie überholt, schon einmal, meine ich, von einer Kommune aus dem Odenwald. Auch das ist ein Grund, warum die Bürgerinnen und Bürger nicht weiter belastet werden sollten. Die Landesregierung kann es so einfach haben, würde sie dem Bundesmodell folgen. Mit dem eigenen Sonderweg unterläuft die Landesregierung jedoch das grundsätzliche Ziel, deutschlandweit gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen. Wer von Hessen nach Rheinland-Pfalz umzieht, erwartet zukünftig nicht mehr ausschließlich ein anderes Bildungssystem. Auch die Berechnung der Grundsteuer wird hier zukünftig anders laufen, da die rheinland-pfälzische Landesregierung dem Bundesmodell folgen wird. Wie soll man das noch den Bürgerinnen und Bürgern erklären und vor allem mit welcher Begründung zur unterschiedlichen Handhabung? Das ganze Vorgehen zeigt uns eindrucksvoll, warum dieses Gesetz 40 Jahre auf sich warten ließ. Es ging offensichtlich nicht mehr darum, eine einheitliche Lösung zu finden, sondern lediglich um die Durchsetzung eigener Länderinteressen. Das Besteuerungsmodell wird von der Landesregierung als zu bürokratisch bewertet. Wir haben es gerade wieder gehört. Ich frage die Landesregierung, ist es nicht andersrum ein bürokratischer Aufwand, wenn von Bundesland zu Bundesland andere Rechenschritte sowie verschiedene Verfahren angewandt werden und sich die Grundüberlegungen länderweise unterscheiden? Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht, dass Sie mich an dieser Stelle falsch verstehen. Wenn uns die Landesregierung ein Modell und einen Gesetzentwurf vorlegt, das besser ist als das der Bundesebene und mit dem sich die Mehrzahl der Bundesländer anschließt, ist unsere Fraktion die letzte, die sich dagegen sträubt. Von einer Verbesserung des Bundesmodells sind wir jedoch noch sehr weit entfernt. Der hessische Sonderweg berücksichtigt in Ihrem Modell nur unzureichend, wo sich der Grundbesitz befindet, etwa in Frankfurt oder aber in Frankenberg. Wir vermissen Frau Zahlen, Abgeordnete Daten, Geist, Ihre Redezeit ist um. Vielen Dank. Abschließend kann ich nur sagen, dass ich mit großer Spannung auf das blicke, was uns die Landesregierung hoffentlich in den nächsten Wochen präsentieren wird. Nehmen Sie sich dabei vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Beispiel an den Freien Demokraten oder aber an Herrn Bundesminister Olaf Scholz. Wir freuen uns auf die weiteren Beratungen, wenn dann mal ein Entwurf vorliegt. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Geis. Für die Fraktion der AfD hat sich der Abgeordnete Vohl zu Wort gemeldet. Sehr verehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Frau Schardt-Sauer, natürlich auch von mir meinen recht herzlichen Glückwunsch zu Ihrem heutigen Geburtstag. Wie mein Kollege Albrecht Glaser bereits im Bundestag ausführte, ist die Grundsteuer ein Relikt aus den Zeiten der Agrargesellschaft, in der sich aufgrund der damaligen Umstände eine Substanzbewertung von Grund und Boden anbot. Das Bundesverfassungsgericht hat nun die Steuer in ihrer alten Form aufgrund unzeitgemäßer Vorschriften über die Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt und verfügt, dass bis zum 31.12.2019 die Steuer entweder neu aufzustellen
sei oder aber nicht mehr erhoben werden dürfe. Leider hat man diese Frist in Berlin nicht verstreichen lassen. Mit den in Bund und Ländern nun auf Reformmodelle verwendeten Anstrengungen hätte man für die Gemeinden ersatzweise den Rechtsrahmen für eine hebesatzfähige Beteiligung an der Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer ermöglichen können. Leider ist diese Chance vorerst vertan, denn wenn es nach der Alternative für Deutschland ginge, gäbe es die Grundsteuer jedenfalls in dieser Form nicht mehr. Das sogenannte Scholz-Modell des Bundes trägt deutlich die Handschrift der SPD. Um zu ein wenig mehr Umverteilung zu kommen, werden Verwaltungs- und Erhebungskosten in Kauf genommen, die in keinem Verhältnis zum Ertrag stehen. Ohne die Legislationsmöglichkeit der Länder müssten binnen 5 Jahren 36 Millionen Immobilien im Rahmen der Ertrags- oder aber des Sachwertverfahrens neu bewertet werden. Wie immer belastet die SPD zielgenau diejenigen, die nach Abzug aller Abgaben noch aus eigener Kraft über die Runden kommen. Kein Wunder, dass viele Menschen, für die sich die Sozialdemokratie früher einmal anschickte, Politik zu machen, ihr nun mit Befremden gegenüberstehen. Aufgrund der Umlagefähigkeit der Grundsteuer ist jede Grundsteuer zugleich eine Mieterhöhung. Einzig Transferempfänger kommen ungeschoren davon. Hessen hat aufbauend auf dem bayerischen Flächenmodell ein eigenes Modell entwickelt, welches, das müssen wir konstatieren, weitaus besser ist als das des Bundesfinanzministers. Aber auch dieses kommt nicht umhin, die Lagequalität mittels eines Faktors einzupreisen, wenngleich die Landesregierung zugibt, dass nicht alle Wertdifferenzen auf Infrastrukturleistungen der Kommunen zurückzuführen sind. Führt sie zur Rechtfertigung ihres Faktors ins Feld, dass mit zunehmender Lagequalität die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen steigen würde. Dass etwaige Kosten bereits über Gebühren und Beiträge abgegolten werden, lässt sie ausgeblendet. Schließlich geht es um gefühlte Gerechtigkeit. Tatsächlich ist es aber so, dass in den Innenstadtlagen einkommensschwache Menschen wohnen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass mit zunehmender Verdichtung der Wohngebiete geringere Kosten für die Bereitstellung der kommunalen Infrastruktur je Einwohner anfallen. Gerechtigkeitsaspekte an dieser Stelle zu bemühen, ist unseres Erachtens verfehlt. Während der Gesetzentwurf der Landesregierung noch immer auf sich warten lässt, liegt uns nun bereits der Gesetzentwurf der Freien Demokraten vor. Das Modell der FDP verzichtet auf den eben beschriebenen Faktor und ist uns somit naturgemäß sympathischer. Aber auch dieses Modell hat unseres Erachtens unrunde Stellen, zu denen Frau Schardt-Sauer bestimmt im Ausschuss noch Stellung nehmen wird. Das Modell stellt ausweislich eine relationsgerechte Anlastung von Kosten für die Bereitstellung von öffentlichen Gütern ab, beinhaltet dann jedoch aber aus wohnungspolitischen Gründen eine Grundsteuermesszahl von Wohnraum von nur 70%. Das ist ein Zielkonflikt. Ebenso kommen in dem Modell der FDP aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung Garagen gar nicht zum Ansatz. Auch wenn wir, die AfD, dem Individualverkehr sehr zugetan sind, denken wir doch, dass der Besitz eines Fahrzeuges mit der Inanspruchnahme öffentlicher Güter einhergeht. Da wir für die Abschaffung der Grundsteuer plädieren, können wir dem Gesetzentwurf der Freien Demokraten nicht zustimmen, möchten jedoch festgehalten wissen, dass das beschriebene Modell dem der Landesregierung als überlegen anzusehen ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Pohl. Für die Landesregierung hat Staatsminister Boddenberg das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal will ich Danke sagen dafür, dass wir heute Abend diese Debatte führen. Das meine ich so, wie ich es sage, ohne jeden Hintergedanken, Frau Schardt-Sauer.
weil es nämlich tatsächlich so ist, wie es in den Reden zum Ausdruck gekommen ist bei der Grundsteuerfrage, wer macht welches Modell, geht es am Ende um einen Streit um politische Inhalte. Das ist einmal ein Streit um Gerechtigkeit. Ich finde den genauso wichtig wie beispielsweise ein Streit darum, wer hat denn ein Konzept oder ein Steuermodell, das möglichst transparent und nachvollziehbar ist. Den Punkt möchte ich noch einmal wiederholen. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass es schon vor einem Jahr so war, dass wir mal unsere Überlegungen dargelegt haben und öffentlich gemacht haben. Möchte ich für uns insofern reklamieren, als dass ich glaube, dass das, was wir vorgelegt haben und demnächst auch in Gesetzesform vorlegen werden, tatsächlich so ist, dass es der Normalbürger, wenn ich das mal so sagen darf, auch nachvollziehen kann. Das halte ich für einen wichtigen Aspekt im Steuerrecht. Wir diskutieren an vielen Stellen ansonsten ja im Steuerrecht darüber, dass kaum noch jemand durchblickt, selbst bei einer relativ einfachen Lohnsteuer- oder Einkommensteuererklärung. Wir haben unterschiedliche Modelle, ja, und es gibt auch einen Wettstreit um die Frage, was wird denn der Verfassungskonformität am meisten entgegenkommen, beziehungsweise was hat die größten Chancen am Ende in Karlsruhe auch ein Siegel zu bekommen. Ich formuliere es mal in Bildsprache, weil wir alle wissen, egal welches Modell, das Bundesmodell, das bayerische Modell, das hessische Modell, das schleswig-holsteinische, was ja das Bundesmodell ist, welches auch immer, Baden-Württemberg macht noch was ganz anderes, wird am Ende beklagt werden. So, und muss dem standhalten, was die Karlsruher Richter dort uns seinerzeit ins Urteil geschrieben haben. Und wir glauben beispielsweise, das will ich schon auch heute Abend inhaltlich sagen, dass das Äquivalenzprinzip eine Rolle spielen sollte. Es ist eben bestritten worden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Bodenwerten auf der einen Seite und dem Aufwand der Kommunen für Infrastruktur auf der anderen Seite. Ich glaube, wir glauben, dass es diesen Zusammenhang durchaus gibt. Aber das sich wiederum auch in Grenzen halten muss, weil ein wesentlicher Punkt der Bemessung ist halt die Größe des Grundstückes und die Größe der genutzten Wohn- oder Gewerbeflächen, die am Ende des Tages maßgeblich sind. Sie könnten uns, und das gebe ich zu, ärgert mich dann doch ein bisschen heute Abend in der Diskussion, vorwürfen, dass wir zu langsam sind, dass wir da irgendwie träge an das Thema rangehen, zu Recht vorwerfen, wenn es beispielsweise daran liegen würde, dass wir in der Koalition über diese Frage streiten. Ich glaube, Frau Dahlke, Herr Kaufmann, ich darf sagen, das war eine meiner ersten Amtshandlungen, als ich vor gut einem Jahr ins Amt gekommen bin, dass wir uns über diese Frage unterhalten haben und relativ sehr schnell einig waren, dass wir zu einer gemeinsamen Auffassung gekommen sind, was die Einfachheit der Steuer anbelangt, was die Gerechtigkeitsfrage dieser Steuer anbelangt, Stichwort nochmal Äquivalenzprinzip, und was auch ein Modell ist, das am Ende des Tages nicht zu großen Ausschlägen führt. Und deswegen, da gucke ich mal auf Herrn Kaufmann, der, wie Sie wissen, Physiker, Naturwissenschaftler ist und insofern in Mathe immer gut aufgepasst hat, haben wir in unsere Formel einen negativen Exponenten gebracht, der dazu führt, dass am Ende des Tages sich ein Bodenrichtwert nicht zu sehr auf die Spreizung der unterschiedlichen Ergebnisse der Grundsteuer auswirkt. Und all das werden wir ausführlich diskutieren im Haushaltsausschuss, im Landtag. Es lohnt auch diese Debatte, denn es ist immerhin, das ist gesagt worden, ein wichtiger Teil der Kommunalfinanzen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ein Thema, das man durchaus emotionalisieren kann. Und ich sage schon voraus, dass es wenige gibt, die am Ende zufrieden sein werden mit dem, was wir vorlegen. Das gilt aber auch für jedes andere Modell, weil es nur zufällig so sein kann, dass sich die Grundsteuerzahlung bisher, Klammer auf, die halt verfassungswidrig ist, Klammer zu, deckungsgleich ergibt wie bei einem neuen Modell. Das ist, wie gesagt, und wäre dann eher Zufall, wenn das so käme. Also es wird Gewinner, Verlierer geben, um es auf den Punkt zu bringen. Es wird Menschen geben, die werden eine höhere Belastung haben als vor dem Status oder mit dem Status quo, und andere werden möglicherweise profitieren. Es muss darum gehen, ein Steuermodell zu finden, dass das einigermaßen auch dieses als Problem auffängt. Und insofern bleibe ich dabei, dass wir ein Modell gewählt haben, das irgendwo eine vernünftige Mitte mit Augenmaß trifft. Und letzte Bemerkung zur FDP, Frau Schardt-Sauer. Die beiden Landesregierungen, in denen die FDP beteiligt ist, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, machen das Bundesmodell. Ich will ja nur darauf hinweisen, also der ideologische Streit, den kann man führen, den muss man vielleicht sogar auch führen, aber der endet ja möglicherweise immer dort, wo es die eigene Partei an anderer Stelle halt anders macht.
Das Zweite ist, ich glaube, dass die Bayern am Ende des Tages ein Problem bekommen werden, was die Verfassungskonformität anbelangt. Ich habe eben gesagt, warum wir mit dem Flächenfaktormodell halt glauben, dass wir näher an der Idee des Bundesverfassungsgerichts sind. Und eine allerletzte Bemerkung. Die Verzögerung, wie Sie sie genannt haben, hat schlichtweg einen einzigen Grund, nämlich wir haben relativ lange auf Bayern gewartet. Sie wissen, falls Sie sich damit beschäftigt haben, dass wir auf der Grundlage des Bayern-Modells, also nicht nur des Gesetzentwurfs, sondern auch der dahinterliegenden IT, gesagt haben, wir müssen abwarten. Was legen die Bayern am Ende vor? Das kam erst im Dezember. Dann haben wir noch einmal angeschaut, was ist zwischen den ursprünglichen Entwürfen aus Bayern und dem Dezember vorgelegten Entwurf an Änderungen eingetreten. Das alles haben wir eingearbeitet in das, was wir mittlerweile in die Ressorts gegeben haben. Ich bin Tarek Al-Wazir und dem Wirtschaftsministerium dankbar, dass Sie, ich glaube, letzte Woche sich noch einmal auch zur Grundsteuer C geäußert haben, dazu später mehr im Haushalt und sicherlich auch dann in der Plenardebatte. Also, das ist der einzige Grund, weshalb es ein bisschen länger gedauert hat. Wir gehen vor der Sommerpause ins Kabinett. Wir gehen dann in die Anhörung, das heißt in die Verbände, die kommunalen Spitzenverbände natürlich allen voran und auch in die Fraktionen, sodass Sie sich dann schon mal sehr früh im Sommer damit befassen können. Wir werden dann nach der Sommerpause unmittelbar, ich denke zeitnah im September, mit dem Gesetz in den Landtag kommen. Als Regierungsentwurf natürlich, nachdem wir die Anhörung im Sommer dann hinter uns haben und ausgewertet haben. So, und dann gehe ich davon aus, dass wir Jahresende fertig sind und in 2022 rechtzeitig mit der Ermittlung in den Finanzämtern beginnen können, genauso wie dann am Ende des Tages bei den Kommunen rechtzeitig es möglich sein wird, dass man die Steuerbescheide an die Steuerpflichtigen versendet. So, das war der Versuch, überall mal kurz das aufzugreifen, was hier in der Debatte vorgetragen worden ist. Ich freue mich auf diese Debatte und noch einmal wäre dankbar, wenn man da, wo es jedenfalls wirklich keinen Grund gibt, zu sagen, die haben verzögert oder haben träge gearbeitet, das einfach auch weglässt. Lass uns über die Sache reden und solche Scharmützel bei der Gelegenheit vielleicht einfach mal unterlassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Boddenberg. Für eine zweite Runde hat sich die Abgeordnete Schatzauer zu Wort gemeldet. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch auf zwei, drei Aspekte eingehen, die zum einen die Kollegin Dahlke angesprochen hat, aber auch Sie, sehr geehrter Herr Minister. Also, sich kundig zu machen in Anhörungen, sehr umfangreichen Anhörungen, deren Lektüre ich ausdrücklich jeden, der sich auf den weiteren Weg hier vorbereiten will, als Abschreiben zu bezeichnen, ist ein bisschen aschsalopp. Die Bayern. Daraus hätte sich nämlich auch ergeben, dass die Vermutung, ich sage mal, es ist eine Vermutung des Ministers, dass das bayerische Modell oder das Flächenmodell, das das Bundesland Bayern gegangen ist, dass das nicht rechtssicher ist, das findet sich in keiner der umfangreichen Unterlagen. Wir haben ein rechtssicheres Modell, und das wird die Anhörung auch bestätigen. Da freue ich mich aber auch als Juristin sehr über die Auseinandersetzung. Was in Bayern aber sehr beeindruckend war, und wie gesagt, die Struktur eines Flächenmodells hat die bayerische Landesregierung, wo die ein oder anderen Akteure ja durchaus auch auf eine gewisse Sympathie gestoßen sind in den letzten Wochen, hat die bayerische Landesregierung sehr umfangreich und hat sich sehr, sehr viel Zeit auch genommen für diese Anhörung. Wir haben immer wieder nachgehört, was beeindruckend war. Und da haben Sie am Ende aller Tage auch recht, Herr Minister. Es wird auch eine Frage sein, wie positioniert man sich? Wir sagen, Grund und Boden soll einfach bezogen auf die Fläche und keine verkappte Vermögensteuer sein. Und da ist das lupenreine Modell, ist das Flächenmodell. Und alle Verbände von IHK, Familienunternehmen, VAO und was es alles in Bayern ansonsten auch noch gibt, aber die sind ja in der Struktur gleich, haben ganz klar gesagt, das ist ein bürokratiearmes Verfahren und jeder Faktor, ob es dann, wie es der schwarz-grüne Kompromissweg ist in Hessen, nur zwei Faktoren sind oder vier Faktoren. Die IT freut sich über jeden Faktor, der noch dazukommt. Dann wird es kompliziert.
Und das ist die von Ihnen zitierte, lieber Jan Schalauske, Pressemeldung eben. Ich habe es mir eben erst gerade mal angucken können von der VAU, die ganz klar gesagt haben, jedes Umverteilungselement. Und liebe Kollegen, was haben wir dann die letzten Monate in Berlin erlebt? Ich habe ja so eine Ehrfurcht vor jeglicher Programmierung der IT. Wenn Sie zwei Faktoren haben, ich weiß nicht, ob Sie alle mal die Mühe gemacht haben, Ihrer Kommune sich mal Boris, übrigens ein ganz tolles System, das die Kataster, frühere Katasterwaldung aufgebaut hat, das spielt ja dann eine Rolle, wie eine Kleinstadt ist. Und da fängt es nämlich an, kompliziert zu werden. Und dann mal so salopp zu sagen, ach, das sind ja nur so zwei Faktoren, das wird dann doch irgendwie gerecht werden. Da können wir uns dann wunderbar darüber unterhalten. Da möchte ich nämlich auch mal die Expertise von IT-Experten haben. A, was es kostet, B, wie lange es dauert. Herr Minister, keiner hat Ihnen einen Vorwurf gemacht. Ich war ein bisschen irritiert, wie oft Sie wiederholt haben, dass man sich da nicht verzögert haben. Wir haben nur gesagt, in Respekt dessen, was ansteht, und dass alle Akteure Planungssicherheit haben wollen, das, glaube ich, vereint uns alle, egal aus welcher Ecke wir kommen, ist es jetzt im April oder nehmen wir halt den Mai 2021 mal an der Zeit, sich auf die Reise zu machen. Wir haben nicht abgeschrieben, wir haben uns Gedanken gemacht, ein Modell vorgelegt. Machen Sie das auch erst einmal und dann schauen wir mal, glaube ich, in einem guten fachlichen Austausch, bin ich mal gespannt, IT, Rechtssicherheit und am Ende, haben Sie recht, Herr Minister, ich gebe Ihnen auch gerne mal recht, ist es dann auch eine politische Entscheidung. Freue mich aber auch auf die Debatte. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir überweisen damit nach erster Lesung den Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Demokraten, Hessisches Grundsteuergesetz, Drucksache 20-5538, zur weiteren Beratung an den Haushaltsausschuss.